Da. Ein aufgeräumter Schreibtisch bedeutet nur eins. Ich habe Urlaub. Ja, ich habe Urlaub. Ja, ja, ja. Ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub und danach bin ich aber auch den ganzen Januar nicht auf der Arbeit. Und das freut mich so sehr, weil ich habe das ganz, ganz dringend nötig, diesen Urlaub. Und ich habe vorhin den Computer heruntergefahren und das Diensthandy ausgeschalten und direkt alles aufgeräumt, dass der Schreibtisch frei ist für kreative Projekte, zum Malen, zum Schreiben und alles, was ich gern mag. Genau. Und ja, ich habe jetzt Urlaub. Ich kann es gar nicht glauben. Es ist einfach nur grau und nass draußen. Und der Adventskalender neigt sich dem Ende. Oh nein. So ihr Lieben, ich habe gerade Mittag gegessen und hatte jetzt wieder Lust zu drehen. Und ich habe seit Dienstag nichts mehr gefilmt, weil ich noch so viel zu tun hatte auf der Arbeit und wir auch ein bisschen Haushalt gemacht haben und ich einfach keine Lust hatte zum Drehen. Heute hatte ich jetzt aber wieder Lust, dieses Video fertig zu machen, was ich ja schon angefangen habe. Genau, und gestern war ja die längste Nacht des Jahres, die Wintersonnenwende, und ich hatte gestern so gar keine Lust, irgendwas zu machen, zu feiern. Ich bin wirklich früh ins Bett, ich glaube um 9 oder so. Und habe einfach Schlaf gebraucht. Und das finde ich voll in Ordnung. Und nachdem ich jetzt heute schon ein bisschen früher Feierabend machen konnte, habe ich mir für heute vorgenommen, also ich werde jetzt als nächstes die Küche sauber machen. Dann will ich ein paar Plätzchen backen, denn ich habe dieses Jahr weder Plätzchen gegessen, noch Plätzchen gebacken. Während andere, glaube ich, schon zu diesem Zeitpunkt des Jahres einfach schon Plätzchen überhaben. Ich tatsächlich nicht. Ich habe viel Schokolade gegessen und Lebkuchen und Stollen, aber keine Plätzchen. Das müsste ich jetzt auf jeden Fall ändern. Das heißt, ich habe gestern mir schon Plätzchenrezepte rausgesucht, die ich auch schon die letzten Jahre gebacken habe, und ein neues Rezept. Das möchte ich ausprobieren. Ich habe heute vielleicht für 2 Minuten die Sonne gesehen. Also so richtig fühle ich das nicht, dass die Tage jetzt wieder heller werden und die Sonne zurückkommt. Ehrlich gesagt, also das Wetter gibt es jetzt nicht unbedingt her. Bei uns ist Hochwasser und es regnet. Und gestern war es sehr stürmisch und windig. Genau, wir waren gestern noch einkaufen, haben den Feiertagseinkauf schon gemacht, dass wir über die Tage versorgt sind. Ja, wir haben ja alle Angst zu verhungern über die Feiertage. Genau, und jetzt werde ich mich an die Küche machen. Und wir sehen uns später. Ich nehme euch auf jeden Fall mit zum Plätzchenbacken. Bis später. Nachdem jetzt die Küche sauber ist, kann ich sie wieder schmutzig machen. Und zwar mit meinen Plätzchenrezepten. So, ich schaue mal kurz, was ich geplant habe. Die Rezepte raussuchen, und zwar auf Pinterest. Also einmal möchte ich backen, der Klassiker Vanillekipferl. Dann möchte ich Zimt-Walnuss-Cookies backen. Schneebällchen und Cranberry Orange Shortbread. Mm.
Fall mal wieder schnell. Ja, mach mal um 11. Sehr weich, zergehen richtig auf der Zunge. Das ist gut. Ja. Die sind mir leider nicht gut gelungen. Ich weiß gar nicht warum. Letztes Jahr sind sie mir gelungen, dieses Jahr sind sie zerlaufen. Tudum. Ha 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 ha.